Meine Damen und Herren, keine guten Nachrichten leider. Ich muss die Zahl der Toten nach dem jetzigen Stand auf 8 erhöhen. Darüber hinaus haben wir als weitere Entwicklung im näheren Umfeld des hiesigen Einkaufszentrums eine männliche Leiche gefunden. Die ist nach dem jetzigen Stand der Dinge offensichtlich durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Wir untersuchen die Person momentan. Wir untersuchen auch einen möglichen Bezug hier zu diesem Tatort. Näheres kann ich Ihnen dazu momentan nicht sagen. Aber wie gesagt, tragischerweise muss ich Ihnen leider bestätigen, dass die Zahl der Toten mit Stand jetzt sich auf 8 erhöht hat. Inklusive dieser männlichen Leiche? Nein, die ist da nicht inkludiert. Also 9 sind Stand. In dem Sinne sind es 9, ja. Sieht das eher nach Täter oder eher nach Opfer aus, diese männliche Leiche? Also die Variante, dass es sich hierbei möglicherweise um einen Tatbeteiligten handelt, wird von uns momentan intensiv geprüft, aber wir können das weder dementieren noch bestätigen. Gehen Sie nach wie vor davon aus, dass bis zu 3 Täter im Großraum München sich befinden? Also nach wie vor ist unser Verhandlungsansatz, dass wir von ausdrücklich bis zu 3 Tätern ausgehen. Und die Verhandlungsmaßnahmen der Polizei befassen sich genau mit dieser Größe. Und die laufen nach wie vor im ganzen Stadtgebiet? Alles andere wäre fahrlässig. Können Sie einen Terroranschlag ausschließen? Also nochmal, wenn in einem Einkaufszentrum mit einer Schusswaffe geschossen wird und mittlerweile 8 Tote zu beklagen sind, müssen wir doch auf jeden Fall in einem Grundsatz davon ausgehen, dass das nicht ein einfaches Gewaltdelikt ist. Und da finde ich, sind unsere Maßnahmen in Richtung Terror absolut gerechtfertigt, um diese Möglichkeit im Nachhinein auf jeden Fall auch berücksichtigt zu haben. Hat es Anzeichen gegeben oder wie wurde die Polizei erwischt? Sie wurde gut vorbereitet, aber natürlich eiskalt erwischt. Und Anzeichen hat es für diese Tat nicht gegeben, sonst hätten wir alles dafür getan, sie zu verhindern. Und die Täter sind weiter auf mich? Mein aktueller Stand ist, dass wir nach wie vor bis zu 3 Tätern suchen. Und nach wie vor alle anderen Tatorte oder Orte, die genannt wurden für mögliche Schießereien, das können Sie auch nicht bestätigen? Nein, nach wie vor ist es so, dass uns, wie gesagt, eine nicht näher zu bezeichnende Anzahl an Notrufen erreicht, wo es immer wieder von Schüssen, die Rede ist. Das nehmen wir sehr ernst. Wir sind auch im gesamten Stadtgebiet mit starken Kräften vor Ort. Wir haben mittlerweile großflächig Unterstützung auch von anderen Spezialeinheiten bekommen. Wir gehen jedem dieser Notrufe nach. Wir gehen aber auch jedem dieser Notrufe nach, falls jemand das Gefühl hat, da einen ganz üblen Streich spielen zu wollen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, in keinem der bislang genannten Fälle hat es irgendwelche Erkenntnisse gegeben, dass dort ein Tatort ist. Und nach wie vor gilt der Aufruf an die Bevölkerung, möglichst zu Hause zu bleiben? Sagen wir mal so, wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass die Gefährdungslage sich außerhalb des OEZs tatsächlich irgendwo zuspitzt. Aber überall in der Stadt sind momentan polizeiliche Maßnahmen im Gange und die haben natürlich eine gewisse Außenwirkung. Und der gesunde Menschenverstand empfiehlt ja einfach, bleiben Sie zu Hause. Spät genug dafür ist es mittlerweile.